Kamera läuft. Bei mir auch. Herzlich willkommen. Wir sind heute hier, mal wieder im Kleingarten, aber nicht in Berlin-Pankow, wie üblich, sondern wir sind heute in Charlottenburg. In meinem Garten. In deinem Garten. Jetzt wollte ich sagen, herzlich willkommen, Horst, aber du musst ja eigentlich uns herzlich willkommen heißen. Gartentor stand offen und wir haben gehört, hier ist es so, dass wenn das Gartentor offen steht, dann kann man einfach reinkommen. Und da haben wir jetzt gesagt, machen wir ganz spontan, hatten zufällig Mikrofone dabei und legen mal direkt los. Herzlich willkommen. Schön. Ja Mensch, wir haben uns verabredet. Das Ganze ist schon irgendwie verabredet hier und wir gehen mal durch Horst sein Schrebergarten. Durch. Ja, Horst mein Schrebergarten. Ja, genau. Also ich glaube, ihr alle kennt ihn. Ich glaube, wir haben das gleiche Publikum, von daher. Und wir fangen jetzt hier an, vorne. Der Eingang sieht ja schon mal richtig, richtig toll aus. Also ich finde das sehr einladend, wenn man hier sieht, deine Zwiebeln, die hier schon am Blühen sind. Mhm, das ist die Winterheckenzwiebel, die kommt jedes Jahr. Ist das auch eine Zwiebel, die man essen kann tatsächlich? Ja, die schmeckt richtig super, so über Nudeln drüber. Das ist ein richtig schönes Gewächs aus. Ich finde, man sieht aus wie hier, wie der Berliner Fernsehturm, oder? Ja, stimmt. Die Berliner Fernsehturmzwiebel ist die Winterheckenzwiebel. Und die kommt halt jedes Jahr, die muss ich nicht neu pflanzen. Ich liebe überhaupt so Gemüse, was eigentlich immer kommt und wo man nicht jedes Jahr wieder sehen und irgendwas muss. Also habe ich hier diese Zwiebeln und wenn wir hier vorne sind, komm mal mit, machen wir noch hier den ewigen Kohl vielleicht. Ja, Kohl, der nicht blüht, der sich nur vegetativ vermehrt, also immer wächst, wächst, wächst und jedes Jahr kommt, kannst du super in dein, du bist Veganer, oder? Ja. Siehst du, hier in dein Wokgemüse oder überall kannst du das reinschmeißen, braten, backen, kochen. Ist der so, schmeckt der wie Grünkohl oder? Oder? Oder wie? Anderer Kohl. Also, ich finde, der sieht sehr gut aus. Rotkohl. Schmeckt er. Edonia, auch Beitrag wieder dazu. Der schmeckt schon so grünkohlig. Aber er braucht jetzt keinen Frost oder sowas. Du kannst ihn das ganze Jahr, damit er bekömmlich wird, du kannst ihn das ganze Jahr verwenden. Den gibt es mit so weiß gerandeten Blättern, also hier panaschiert nennt das der Fachmann, mit solchen Blättern oder eben auch ganz grün. Okay. Und der blüht eben nicht, aber ich lasse ja den Kohl blühen hier. Ne? Der Kohl darf bei mir, der bleibt den Winter über drin. Also hier hinten, den finde ich zum Beispiel besonders schön. Das ist der rote Grünkohl. Der rote Grünkohl, also der rotblättrige Grünkohl. Hier, guck mal, ist so toll, oder? Absolut. Und der blüht halt toll und die Bienen finden das im Frühjahr klasse. Wir haben ja unseren Kohl auch, dass wir den blühen lassen. Der Rosenkohl und der Grünkohl auch. Und da hat unsere Nachbarin letztens gesagt, wir wären zu faul, das Hochbeet dann neu zu... Aber wir haben auch gedacht, wir werden das einfach blühen lassen. Und es blüht auch sehr schön. Also meine Nachbarn sagen mir auch immer, nicht die Nachbarn hier, aber so ein bisschen weiter weg, die sagen auch immer, das würden sie jetzt nicht machen. Ja, sowas würden sie nicht tun. Das ist ja auch mal, ich sag mal, Geschmackssache. Ne? Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das machen würdet oder nicht. Die Bienen finden das toll. Super, die lieben das. Ich habe auch was gesehen, was ich kenne. Ja. Viele Leute, das ist ganz witzig, wo war denn das? Ah, hier. Viele Leute würden ja hier sagen, das ist eine Möhre, oder? Ich weiß nicht, ob das viele Leute sagen würden, ich nicht. Aber ich weiß, es ist keine Möhre, sondern? Das ist... was ist es? Keine Möhre. Aber es ist eine Cosmea. Cosmea. Genau. Da muss ich an ein Lied von Florence and the Machine denken. Singst du das jetzt? aber ich kenne das nicht. Aber die hat so eine Knospen, die so rund sind erst, oder? Dann? Die Cosmea? Ja. Ja, also das sind so flatterige, weiße, rosafarbene Blüten, die kommen dann irgendwann so im Sommer. Und die erste Knospe, die kommt, die knipse ich immer raus, damit die Pflanze schön buschig wird. Und die sehen sich teilweise selber aus, also von ganz alleine. Und manchmal sehe ich welche aus. Und je nachdem, und die ich selber aussehe, die blühen einfach früher. Und die sich selber aussehen, die blühen später. Cool. Also cool, oder? Ja, also gleich Gartentipps bekommen hier die ersten. Ich dachte, jetzt kann ich mein Wissen hier zeigen, du hast gleich wieder vergessen. Vergessen, ja, das ist typisch, ne? Die Leute sagen ja, ich soll mal, also ich meine, jetzt kann ich natürlich in deinem Garten keine Schilder ranmachen, ne? Aber die sagen ja immer, ich soll bei mir im Garten Schilder ranmachen, damit ich mir das merken kann. Aber ich finde eigentlich das auch immer ganz nett, wenn man unterstützt wird. Das hier ist aber jetzt kein Gemüse, oder? Was meinst du? Das ist wieder Feldsalat wahrscheinlich. Nein, das ist kein Feldsalat. Das habe ich nämlich jetzt gelernt. Das ist vergiss mal nicht, oder? Ja, das ist brutal, was der alles kennt. Vergiss mal nicht. Robert, klasse. Aber weißt du, was hier das Besondere ist? Ja, also die sind ja die ganze Reihe. Die ganze Reihe hier ist nachher dahinten, die vergehen jetzt so langsam. Aber ich will natürlich mit den vergiss mal nicht die Bestäuber ins Beet reinlocken. Ja? Also da kommen natürlich die Bienen und alle auf die Blüten, fahren die ab und die bestäuben mir dann auch das Gemüse. Und ich habe ja hier in dem Rand außen auch diesen Blutampfer.
Hier, den, der schmeckt ja im Salat, schmeckt ja ein Hammer. Der ist ein bisschen säuerlich, ja. Aber der blüht eigentlich nicht schön. Und da habe ich quasi diese schönen Blätter und diese Blüten zusammen. Und dann sieht das doch gleich cool aus. Total. Also die Verbindung ist, die sieht man auch sofort. Du magst so Farbzusammenstellung, oder? Ist mir total wichtig. Symmetrie ist mir wichtig. Und dass die Farben zusammenpassen auch. Ja. Symmetrie, warte mal. Ich guck mal. Das ist ja wirklich sogar, du hast hier auf der rechten Seite das gleiche wie auf der linken Seite. Ja. Also, da, genau, das ist ja wirklich, okay. Symmetrie ist wichtig. Also mir. Du hast was angesagt über besteuerbar anlocken. Ja. Und ich habe noch eine andere Pflanze gesehen. Jetzt will ich mit Wissen nämlich mal. Ja, ich freue mich. Punkten, eine andere Pflanze, die so besteuerbar anlockt. Das muss ich denn nur noch wiederfinden. Die haben wir bei uns im Gewächshaus nämlich auch. Mittlerweile hat die sich selbst ausgesät. War das gar nicht hier? Wo ist denn dein Boretsch? Boretsch, habe ich hier vorne welchen? Siehst du doch. Boretsch. Hier, Boretsch. Ah ja, genau. Erkenne ich. Da. Und das ist ja auch, lockt ja auch an, ne? Ja, wenn es dann blüht, kommen die Hummeln wie die Wahnsinnigen. Aber ich finde, Boretsch, da ist er auch. Also hier Symmetrie, ne? Natürlich auch ist er auf der anderen Seite auch. Ach, auch über die Beete hinweg da? Ja, ja, ja. Das muss ich ja verbinden, diese einzelnen Beete bei mir. Aber ich finde, der Boretsch benimmt sich manchmal ein bisschen schlecht. Der wird zu groß. Und dann regnet es einmal? Und dann fällt er um und dann sind die anderen drunter alle platt. Aber die Blüten sind natürlich wahnsinnig schön und im Salat schmecken die auch gut. Also. Du isst den also auch noch? Ja. Okay. Das Gurkenkraut ist ja Boretsch, ne? In grüne Soße, Frankfurter grüne Soße, kommt Boretsch rein. Ja, hast du noch nicht gehört, dass man Boretsch und mit irgendwelchen giftigen Stoffen da drin und so? Nee. Okay. Oder willst du den Tieren nichts wegfressen? Nee, aber ich habe wirklich, es gibt jetzt wirklich, glaube ich, seit letztem oder vorletzten Jahr irgendwie so eine Information darüber, dass dort Stoffe drin sind, die wohl in großen Mengen die Bildung von Krebs tatsächlich. Ja, also ich mache ein paar Blüten auf den Salat und fertig. Ja, also okay. Ich denke, von großen Mengen. Ach, die Blüten nicht. Auch. Ich glaube, es ging auch nicht um die Blüten, sondern es ging auch wirklich um das. Und ich glaube, in der Frankfurter oder die grüne Soße, da kommen, glaube ich, 7 verschiedene Sachen rein, Ampfer und so weiter. Da wird die Menge auch nicht so riesig sein. Also von daher. Sonnenblume. Nee, das ist eine Zinie. Hey, cool. Ist es so eine rote Demeter-Sonnenblume? Oder weil die habe ich ganz viele. Das ist, glaube ich, sogar. Ja. Aber die Erbsen kommen da. Ja, da ist ein bisschen dicht gerade. Der Mohn, die Calendula hier, die Ringelblumen, die haben sich jetzt alle ausgesät und ich muss jetzt entscheiden, wer bleiben darf und wer nicht. Und ziehe dann da natürlich welche raus. Aber im Moment bin ich noch unentschlossen. Die sehen gerade alle irgendwie gut aus. Und beim Mohn ist es ja immer so, der kommt in so vielen verschiedenen Farben, dass ich immer denke, dass ich jetzt die schönste Farbe in dem Moment gerade rausziehe. Weißt du, so, weil ich sehe das noch und dann denke ich so, boah, jetzt kein roter dabei dieses Jahr. Ja klar, da habe ich alles rausgezogen. Also das sind halt wirklich... Das sind Probleme, oder? Ja, herrlich. Nutzen und was rausziehen ist ja vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Rausziehen aus dem Garten, finde ich. Die Ringelblumen, ich habe vorhin schon gesehen, du hast auch eine Ringelblume wo rausgenommen, weil es ja immer ums Abwägen gibt, was kann jetzt stehen bleiben, was nicht. Weil man sieht, hier ist schon Masse, ne? Also. Ja. Aber machst du was mit Ringelblumen? Nö. Okay, weil ich überlege und will ja eigentlich schon ewig mal Ringelblumensalbe machen. Ja. Ich kann dir gerne die Blüten dann liefern für die Ringelblumensalbe. Das habe ich dann in Massen. Das ist ein Deal. Ja. Wenn du die Blüten brauchst. Ich weiß ja nicht, aus was man die macht, die Salbe. Da muss ich vielleicht auch nochmal gucken. Das kann ich mir auch vorstellen, weil die ist ja auch gelb. Nee, das sind wahrscheinlich Farbstoffe, die drin sind. Das ist Spinat, oder? Ja. Ja, aber dem ist jetzt zu warm, der schießt jetzt. Das schießt schon, okay. Aber da verstecken sich die Schnecken drunter, dann weiß ich immer, wo sie sind. Dann gehen die nicht an das andere ran. Aber Schnecken, hast du in diesem Jahr schon viele gesehen? Es ging. Also sind schon welche da. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, weil das Frühjahr so feucht war, dass es eine kleine Invasion geben würde. Aber bisher, toi, geht's. Also es auch, deckt sich auch mit meiner Beobachtung. Wie ist bei dir, Adonia? Hast du auch schon gesehen? Kaum. Also wir hatten nicht viele im Garten bis jetzt. Wir haben bei uns in dem... Ja, aber ich finde, es geht dieses Jahr auch noch. Also, dann sehe ich auch noch viel Kohl und Aubergine. Oh, guck mal, die hat sogar schon eine Blüte. Ach, und die haben diese Stacheln, ne? Mhm. Ich habe das im letzten Jahr gehabt, dass wir wirklich Auberginen hatten und ich habe da angefasst an der Blüte und die hat dann mich wirklich gebissen. Gestochen, ganz toll. Also, fand ich ganz schön böse. Gemeine Aubergine.
Ja, man muss auch als Veganer, muss man da realistisch. Da muss man aufpassen, lebt man gefährlich als Veganer. Ja. Das ist eine Hortensie. Ja, das ist eine Ballhortensie oder Strauchhortensie. Die Annabelle, die kennt wahrscheinlich jeder, diese weißen Bälle. Und was ich mache, normalerweise schneiden die Menschen sie ja alle immer wahnsinnig runter. Ja. Dann kriegt sie lange Triebe, große Blüten und es regnet einmal und alles liegt am Boden. Und ich schneide die gar nicht so weit runter. Und deswegen treibt die auch nicht so stark, weil starker Schnitt, starkes Wachstum. So, also wächst die schwächer und kippt auch nicht um. Aber weißt du, was ich dir jetzt mal zeigen würde? Oh ja. Was Tolles. Guck mal hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist der Maiapfel und das ist ja eigentlich so hier so ein bisschen, ich finde es immer aus wie so Dinosaurierpalmen, also mit einem kleinen Jurassic Park bauen. Und wenn man da guckt, hat der ganz hübsche Blüten. Nein, wie süß. Maiapfel. Aber der hat keine Frucht, die man essen kann. Du willst alles essen. Ich glaube, was man nicht essen kann, hat für Robert überhaupt keinen Wert. Das ist immer die Frage, kann man das essen? Hast du irgendwas im Garten, was du nicht essen kannst? Niemals würde das länger als eine Stunde. Na, den Boric esse ich ja jetzt nicht mehr. Also von daher kommt der bald raus. Ja. Ich habe gestern gelernt, ich glaube, Petersilie ist jetzt Giftpflanze. Ja, die Giftpflanze des Jahres ist ein totaler Blödsinn. Wow, bei dir stehen dürfen aber auch Pusteblumen stehen. Ja, es gibt, ich habe ja quasi dieses Konzept, dass ich nur Wege mähe. Also damit ich irgendwie von A nach B gut komme und nichts runtertrampel. Aber in den Zwischeninseln, da darf das so wachsen, wie es mag. Also bei mir darf im Garten eigentlich alles wachsen, nur nicht überall. Das ist dann auch eine gute Einstellung, finde ich auf jeden Fall. Das sind diese Dinger, die durchsichtig werden. Genau, diese Silberblätter, Lunaria. Die sehen auch total schön aus, wenn das Gegenlicht so ist. Sind die gewollt? Die sehen sich von alleine aus und da, wo ich sie schön finde, lasse ich sie und wo ich sie nicht mag, kommen sie eben weg oder ich setze sie um. Aber ich finde, wenn die dann so hier dieses Lila mit diesen Weißen, hier, das ist White Triumphator, ist so eine Tulpe, die auch jedes Jahr wiederkommt, weil ich es auch blödsinnig finde, andauernd neue Tulpen zu setzen, die im nächsten Jahr nicht mehr kommen. Ja. Und da probiere ich aus, was geht und hier die White Triumphator, die kommt bei mir jetzt im dritten Jahr, sind sie alle wieder da. Aber guck mal da hinten, wenn du da so reingehst, da auch der Beinwell, der blaue und dann diese Lunaria und diese weißen Tulpen, das ist doch einfach ein hübsches Postkartenmotiv, oder? Sieht sehr gut aus. Weil die Silber, das habe ich jetzt mal gefragt, die wachsen bei uns unter der Magnolie einfach. Einfach das ist so. Doch toll. Also ich finde es auch toll. Ich freue mich über alles, was hübsch ist und einfach so wächst. Das sind wir auch so. Also von daher schön. Efeu. Also willst du nicht mal das Efeu rausmachen und das da pflanzen? Oder bist du zu faul dafür? Ja. Genau, das könnte man natürlich alles rausmachen, aber dann müsste man das hier ja auch alles irgendwie wieder neu bepflanzen. Und so kommt kein Giersch, kein Wildkraut, was ich nicht mag. Und das macht der Efeu doch ganz gut. Das ist nur geschützt, der Boden trocknet nicht aus. Ja. Ich meine, hier guck mal so, dass wenn jetzt hier so ein Ahorn kommt oder so, den ziehe ich dann schon raus. Aber der Efeu darf. Nee, es war natürlich auch ein Spaß meinerseits, weil das ist ja wirklich eine Sache, verstanden. Die... Okay. Mach dir keine Sorgen, ich hab's verstanden. Das ist eine Hechtrose. Hechtrose. Hast du mir vorhin nämlich schon gesagt, dann dachte ich jetzt, kann ich mal auftrumpfen? Ach so, ich war zu schnell, ich hätte dir Zeit geben sollen. Also eine Hechtrose. Aber ich finde, sie passt farblich sehr gut zusammen. Zu der Tulpe, ne? Also, ja, das ist Victoria's Secret. Heißt die Tulpe? Wow. Victoria's Secret. Und ich finde es so ein bisschen unterwäschig. Ja. Edel unterwäschig. Warte mal kurz. Aber Heidi Klum findet man da nicht. Ich weiß schon, nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ja, die sieht natürlich wirklich super aus. Also sie sieht ja fast, fast aus wie so eine Lilie, die irgendwie sich so... Also ich finde die auch toll. Vor allem, die kommt auch wirklich jetzt auch schon im dritten, vierten Jahr. Wie ist sie wieder da? Ne? Ja, super. Ja. Ja, sowas ist natürlich sinnvoll. Ich habe letztens auch mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, ja, sie muss jetzt ihre Töpfe wieder neu bepflanzen. Ich sage, wieso musst du deine Töpfe immer neu bepflanzen? Ja, weil die halt immer irgendwelche Pflanzen kauft, wo sie dann 150 Euro jedes Jahr ausgibt dafür, dass sie diese Töpfe bepflanzt. Und dann sage, warum machst du denn nicht Sachen, die länger sind? Hallo? Ja, nee, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt nicht. Also das ist mir irgendwie so, Ja, nee, ich möchte nicht, also ich kaufe natürlich gerne neue Pflanzen. Ich finde, es gibt nichts Geileres als Pflanzen shoppen, oder? Also so ein Gärtnerei ist irgendwie was Neues. Ich habe in der Gärtnerei ist mein neues Gucci, aber ich meine, Gucci hat mich nie interessiert. Aber ich finde, das ist schon toll, aber dauernd irgendwas kaufen, was man dann wegwirft, finde ich blöd. Also, verstehe ich. Ich freue mich auch, wenn die wieder kommen, die Pflanzen im nächsten Jahr. So ein bisschen wie so alte Freunde. Ach, da seid ihr wieder, guck mal, im März kommt die, im Februar kommt die, im Sommer kommt die. Ich finde das toll. Also du redest mit den Pflanzen auch? Wenig, das sind so viele und so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Und dann verwickeln die mich in Gespräche und dann dauert das alles das ewig. Das ist total nervig. ist halt wie mit alten Freunden, hast du ja schon gesagt. Super, da muss man Zeit für die haben. Das ist auch ein Beinwell. Okay.
Ja, Hitcot Blue heißt diese Sorte und das ist so eine Art Bodendecker. Und Beinwell ist ja, das habe ich ja an mehreren Stellen hier schon gesehen, das ist ein richtiger Hummelfreund. Ja, ist großartig für Hummeln und die Blätter enthalten richtig viel Kalium. Also du kannst den auch toll für so zum Mulchen nehmen. Ja? Oh, also Tomaten, auch, ne? Genau, als Tomatendünger und so, da ist das einfach richtig cool. Mhm. Sehr schön. Und wir sind hier am Fuße eines richtig großen Baums. Und ich kann mich daran erinnern, glaube ich, als wir Ende letzten Jahres geschrieben haben, glaube ich, da hast du gesagt, wir haben so viel zu tun gerade, hier muss Ast abgeschnitten werden, weil der Morsch war oder irgendwas, ja? Ja, der Sturm hat den runtergehauen und dann ist er da vorne auf dem Gang oder auf dem Weg gelandet. Oh. Und da hatte ich immer Angst, dass das irgendwann mal einer auf den Kopf kriegt und dann, das wäre natürlich ein Drama. Da sitzt schon jemand drin. Ja. Siehst du, ich muss mal. Ja, eine Ringeltaube. Ich komme gar nicht da um. Da sitzt eine Ringeltaube. Da ist sie, die kleine Maus. Und das ist ja auch großartig, ne? Also ich meine, sieht man ja nicht so oft im, also viele Leute würden das jetzt vielleicht nicht so großartig finden, aber ich finde das großartig, weil das ja ein geiler Lebensraum ist, oder? Also ich finde das ein totales Geschenk überhaupt, dass ich so alte Bäume im Garten habe. Ja. Bei der Kiefer hatten wir so das Problem, ich bin ja auch ein Freund von Efeu, ne? Also viele Leute haben ja Angst vor Grün, Angst vor Efeu, wächst zu schnell, können sie nicht kontrollieren, kriegen sie Panik. Ich finde Efeu super, weil der ist eine ganz tolle, dann im Winter, frühen oder späten Herbst, ist er also ganz gut für die Wespen, die Bienen, also eine super, super Nährgehölz. Aber der hat hier diese Kiefer so quasi eingezwängt, ja, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, ich muss da so, ich habe bestimmt 4 Meter runtergenommen von dem Efeu. Echt? Der war da komplett hoch? Das ging bis ganz hoch. Und dann haben wir alle morschen Äste weg, haben den Efeu runtergeschnitten, natürlich nicht zur Vogelbrutzeit, ne? Musste echt drauf achten. Und jetzt lasse ich ihn wieder zuwachsen, aber auf so einer Höhe, wo ich es kontrollieren kann. Und ich hatte echt den Eindruck, als der so jetzt runtergeschnitten war, dieser Efeu, die Kiefer, die hat durchgeatmet. Ja, ja, die hat wieder Luft gekriegt und die sieht jetzt auch viel, viel besser aus als im letzten Jahr. Und ich denke mal, jetzt fällt auch nicht mehr so schnell irgendwas runter, wenn Wind ist und irgendjemandem vielleicht auf den Kopf. Also es wird jetzt wieder grün und dann ist alles gut, dann könnt ihr auch wieder alle brüten. Es waren auch Gott sei Dank keine Nester drin. Und was ich gemacht habe, ich habe so einen Rambler da reingepflanzt, also hier so eine Rambler-Rose. Ah. Und das soll halt dann noch ein bisschen dichter machen. Das ist hier diese Guirlande d'Amour, so ein öfter blühender Rambler, okay, also eine Kletterrose. Und die macht hier dann auch noch ein bisschen zu und dann ist gut. Dann könnt ihr sich wieder verstecken und in Ruhe brüten. Also richtig schön. Das ist ein super Lebensraum. Ich finde das total genial. Frag mich aber auch, brauchst du da irgendwie einen Hubwagen, um die Äste zu beschneiden? Oder ich hatte einen Freund auch gebeten, der hat geholfen. Und dann haben wir wirklich mit so einer Teleskopsäge gegen das. Ja, gibt's ja. Stimmt. Ja. So ein Ding, so ein 3-Meter-Ding haben wir auch nie benutzt. Aber dafür wäre es natürlich wahrscheinlich echt perfekt. Also, cool. Also sehr cool. Find ich toll. Und weil du ja mit Boden versauern ist irgendwie nicht schlimm, brauchst du nicht, ist alles hier. Naja, der versauert durch die Kiefer natürlich schon, ne? Also durch die ganzen Kiefernadeln. Und jetzt siehst du ja hier überall die Dinger. Also an Weihnachten freuen sich alle. Alle fragen mich, ob kann ich holen? Also natürlich holen, freue ich mich auch. Dass es irgendwie. Aber jetzt müssen die schon zusammengerecht werden und die packe ich dann auch in die Totholzhecke rein. Ja. Also das können wir nachher angucken. Kommen wir später auch hin. Und das hier ist? Das ist Kirschlorbeer, den habe ich noch nicht rausgemacht, der war auch von den Vorbechten, aber ich denke, ich mache den raus und dann hat er noch, aber man sieht auch, ich werde ihn, also ich bin wirklich kein Freund von Kirschlorbeer, aber guck mal hier, die haben zwar so schlechte Nektar-Pollen-Werte, aber die machen wenigstens ein bisschen was. Ich werde den irgendwann rausnehmen, aber hier war alles voll mit Kirschlorbeer, das ist jetzt der letzte, der noch da ist. Also da ist noch ein kleiner. So, ah ja, das war's. Aber die sehen ja auch luftig aus. Also oftmals sehen die ja so aus und da sind dann kaum Blüten dran. Ist richtig was los hier. Ja. Und riecht auch gar nicht so schlecht. Oder kommt jetzt von woanders? Nein, der kommt von da. Dahinter ist eine Magnolie. Ja. Ja. Eine Magnolie haben wir auch. Habt ihr auch. Ja, aber wir haben eine riesig große, also riesig groß. Also groß halt. Schon ein bisschen größer als die hier, sagen wir jetzt mal. Ja. Lass dir nichts erzählen. Na, du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Aber wir haben immer das Problem bei unserer Magnolie, dass die immer Frost kriegt eigentlich. Ja, die Blüten. Und dann auch wirklich immer, die ist eigentlich so rosa, also heller als das. Ja. Und hat dann halt immer diese braunen. Nee, weißt du, das ist eine spätere Sorte, die blüht erst später. Dann ist die von diesen Spätfrösten gar nicht so. Nicht mehr beeinträchtigt. Mm-mm. Okay. Na gut, hier hat irgendwer deine Tulpe kaputt gemacht, glaube ich. Nö, die ist so, Green Wave heißt die, so eine Papageientulpe. Oh. Ja. So, guck mal, die soll so. Nice. Ja, nice. Das ist ja mal, also. Green Wave.
auch. Das ist deine, ja, ist deine Lieblingstulpe? Ja. Und alles mit Grün generell finde ich total, ja, schön. Ja, das ist irre. Ich habe hinten auch diese Spring Green, die ist weiß, ja, mit Grün. Ich finde die toll. Ich finde, die sehen, wenn der Winter ist, sehen die so wie so Papageien, als ob die so durchflattern. Das sind hier die schwarzen Papageien, Black Parrot. Ah, okay, ja, ja, super schön. Und aber die sind ein bisschen, die haben sich ein bisschen besser im Griff und die flattern hier so richtig, richtig rum. Nein, hier, das sieht schön aus und trotzdem aber auch natürlich, finde ich. Also es ist nicht so geleckt. Nee, ich lasse auch so, bei mir muss auch nicht jeder hier am gleichen Platz sitzen. Ne? Also sie dürfen sich schon ein bisschen ausbreiten, dürfen ineinander wachsen. Und ich mache halt auch, weißt du, wenn manche Leute kaufen dann irgendwie Lilien oder sowas. Und dann kaufen sie 5 Zwiebeln oder 3 oder so. Und ich denke mir dann so, ach nee, komm, 20. Wenn schon, denn schon. 20. Ja, Masse. Und dann aber von einer Sorte, nicht 20 verschiedene Sorten. Oh, und dann, ja, blüht es hier rosa durch. Ja, so, dann sieht das, finde ich, sieht das irgendwie geil aus. Das hier ist entweder Storchenschnabel oder Frauenmantel. Ja. Ja. Frauenmantel. Das ist nämlich der Running Gang bei uns. Ja, das Frauenmantel. Jedes Mal. Ich meine, der ist toll, ne? Hier. Ja. Sieht einfach sehr hübsch aus, wie die, da immer so die Wassertropfen, wie so das da Lotus, drauf ist. Ne? Ja, finde ich total schön, so dieser Lotus-Effekt. Irgendwann wird er dann halt so lang, kippt ein bisschen um, dann muss man halt aufpassen, dass er sich nicht wieder auf einen drauflegt, auf eine andere Pflanze. Aber ist unkompliziert auch so. Oder? Total unkompliziert. Oh, ja, ja. Hat eine ganz schöne, fasst sich ganz gut an. Fasst sich gut an, ne? Schön. Die großen Bäume waren alle da, oh, ja, ja. Das ist natürlich eine gute Frage. Wie lange hast du diesen Garten? Ich habe den 18 bekommen. Okay. Dann habe ich 2 Jahre ungefähr nichts gemacht. Also nur beobachtet, was ist da, ja, ja, was gefällt mir, was bietet mir der Garten an. Und habe dann erst angefangen, ihn quasi so umzugestalten, Sachen dazuzusetzen, Sachen zu versetzen. So, aber ich habe mir da wirklich Zeit gelassen, also auch den kennenzulernen. Das war auch wirklich dein Plan? Es war nicht so, dass du 2 Jahre zu faul warst? Sondern nein, ich wollte wirklich wissen, was ist hier, zu welcher Jahreszeit, wie ist das Licht, wo möchte ich sitzen, wann bin ich überhaupt im Garten, morgens oder abends. Es macht ja keinen Sinn, dann irgendwie hier eine Terrasse zu bauen und wenn ich abends vom Job hier hinkomme und da ist immer Schatten und ich will eigentlich nur so, also solche Sachen musst du natürlich gucken. Ich finde dich total gut, weil man sich auch nicht von Anfang an den totalen Stress macht, irgendwie alles perfekt zu haben. Ne? Weil ich habe die Erfahrung, also so oft schreiben uns Leute, die sagen, wir haben jetzt einen Kleingarten neu übernommen und wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Und die Leute sind so und wollen eigentlich von Anfang an alles perfekt haben, den höchstmöglichen Ertrag auch rauskriegen. Und halt und das finde ich eigentlich total super, erstmal sich so zu setzen und zu gucken, okay, was gibt das eigentlich her? Das ist ein super Ansatz. Ja. Also, und hat auch was. Ewiges Thema mentale Gesundheit, finde ich, was irgendwie einem auch gar nicht so einen Stress da macht. Sozusagen erstmal gucken, wie hier was überhaupt möglich ist. Und dann macht man sich nicht verrückt und hat nicht das erste Jahr totale Enttäuschung, weil das alles nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, und der Garten hat halt auch gute Ideen, ne? Das darf man nicht vergessen. Man hat nicht nur selber gute Ideen, der bietet echt was an. Und da muss man halt gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Und hier ist so eine Wiese zum Beispiel, was ich dann halt mache, wenn die Wiese nicht so ist, wie ich sie will, dann setze ich auch einfach Wiesenstauden dazwischen. Also, dass ich dann Wiesenstauden kaufe. Ja, also ganz normal hier Baldrian oder hier Wiesensalbei und dann setze ich den da rein. Und dann muss ich halt am Anfang, solange der klein ist, aufpassen, dass er von den anderen nicht zu sehr bedrängt wird. Und irgendwann schafft er es dann von alleine und sät sich dann aus. Ja, toll. Das ist natürlich auch richtig sinnvoll, eine Wiese zu haben. Ist ja bei mir immer wieder Thema gewesen in den letzten Wochen, weil auch laut Wertermittlungen eine Wiese ist mehr wert als ein Rasen. Ne? Also das ist... Ich weiß, ich glaube, ein Rasen kostet nur, oder? Ich finde es auch viel schöner einfach. Ich finde es viel schöner. Nee, aber guck mal, hier siehst du zum Beispiel, da kommt so ein Milchstern kommt hier jetzt, ne? Der kommt einfach. Hätte ich das jetzt, oder hier, und hier kommt der wilde Möhren kommen hier, da kommen Glockenblumen. Und wenn ich das alles abmähe, dann kommt das natürlich nicht. Oder hier der Ackerrittersporn hier, der Feldrittersporn kommt hier. Und das ist dann schon irgendwie cool. Ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Entdeckungsreise. Weißt du, was kommt im Rasen? Ist halt als Rahmen in so einem englischen Landschaftsgarten, finde ich den schon auch geil. Ja. Ne? Das ist schön, so ein sattes Grün, das ist fürs Auge toll. Aber so ist es doch irgendwie in so einem Schriebergarten, weiß ich nicht, 2 Quadratmeter Rasen, dann lieber 2 Quadratmeter Wiese. Und es hat ja auch irgendwie immer mit einem Zeitaufwand zu tun. Ne? Also wenn ich das zum Beispiel bei unserer Nachbarin sehe, die halt wirklich ja, die verbringen jede freie Minute auch in dem Garten. Und da kann man auch 2-mal die Woche mähen, sag ich jetzt mal so, um diesen englischen Rasen vielleicht so ein bisschen zu aber das würde ich gar nicht hinkriegen. Naja, und das Wässern, ne? Ich meine, heutzutage, ein bisschen, da musst du den jeden Tag wässern. Ja. Und überall laufen die Sprenger nur, um den Rasen grün zu kriegen. Und vermutlich
hätte man wahrscheinlich mit dem Nadelbaum, wahrscheinlich mit dem Rasen sowieso dann Probleme, oder? Du musst fast immer hinterher sein, ne? Dass du den Rasen irgendwie saftig grün kriegst. Aber ich meine, das macht ja von allein auch. Und hier siehst du ja, guck mal, der Rasen ist eigentlich hier trocken und eigentlich ist er hässlich. Ne? Aber man sieht schon, dass es anfängt, grün zu machen. Also hier kommt was, da kommen irgendwie diese Navabascum, wie heißt er, Königskerzen und so weiter. Also irgendwann, wenn ich ihm Zeit gebe, hat er hier auch eine schöne Insel gebaut. Und das blüht dann und die Insekten haben was davon und ich muss nicht dauernd um Grün kämpfen. Ja, also ich mag das, finde es sehr gut. Hier kommen die Dahlien rein, ne? Und die sind im Moment hier noch überall in Töpfen. Die kommen dann rein, wenn sie so, naja, so hoch sind, weil dann haben sie mehr Chancen gegen die Schnecken. Oh, wenn sie so klein sind, sind sie halt gleich weg. Aber hier siehst du, dass ich die Beete, ich habe das auch bei den Gemüsebeeten hier, ich lege die tiefer. Ja. Ja, tiefer als das Niveau drumherum. Also tiefer als der Weg, tiefer hier als der Rasenweg. Und das heißt, ich kann hier, wenn es trocken ist, das Wasser richtig reinlaufen lassen. Wie in einem Reisfeld. Ja. Ja? Und dann bleibt es an den Pflanzen, sickert ein und da reicht dann einmal in der Woche quasi dieses Ding fluten und dann muss ich nicht dauernd so ein bisschen rumpütschern und ein bisschen gießen, sondern dann ist das richtig nass. Das ist eine richtig gute Idee und ehrlich gesagt, hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht, wie man Reis anbauen könnte bei uns im Kleingarten. Aber das mit den Dahlien finde ich cool, wir können ja mal hier... Dahlien war richtig, ne? Habe ich jetzt gerade... Dahlien ist total richtig. Ich weiß, weil wir haben ja auch Dahlien-Gewächse bei uns, aber bei uns heißen die Jakon. Den habe ich hier. Ach! Hm. Und da sind dann noch Speicherknollen auch dran? Dann, oder? Also ich hatte ihn jetzt umgetopft, mal ein bisschen popeln, ob da was kommt. Bisher kommt noch nichts, aber die Wurzeln sahen gut aus. Weil wir haben, ich gebe ihm noch ein bisschen. Wir haben schon richtig Austriebe bei uns jetzt. Ah ja, siehst du? Und ich habe die jetzt auch einfach mal getrennt. Ich habe da irgendwie jetzt 7 Pflanzen draus gemacht, weil ich den so lecker finde, ehrlich gesagt. Ja. Und da muss ich halt immer dran denken, wenn ich deine Dahlien habe. Ja, das sieht ja wirklich fast gleich aus. Mhm. Ne? Und das sind unterschiedliche Sorten alles, oder? Ja, genau. Das sind alles unterschiedliche Sorten. Sind teilweise welche, die ich quasi immer überwinter und ein paar neue. Das sind alles die schon. Ah nee, die sind neu hier. Ein paar neue sind dabei. Just married. Ach, das ist aber schön. Schön zu wissen. Und wenn die jetzt größer werden? Dann zwicke ich hier die Spitze raus, dass sie buschiger werden. Da warte ich aber noch ein bisschen. Ne? Dann treiben die hier links und rechts, dann werden die ein bisschen buschiger. Aber ich mache das auch nicht mit allen Stängeln, sondern vielleicht mit jedem zweiten. Weil die ich nicht entspitze, die blühen früher. Und die brauchen ja erstmal Die müssen ja nochmal von vorne anfangen. Okay, das, mit diesem ersten großen Trieb rausmachen, machst du das bei vielen Sachen, oder? Nein, das ist so dieses Prinzip Chelsea-Chop eigentlich. Ne? Also das heißt so Stauden und so entspitzen, damit die Seitentriebe bilden und besser stehen und nicht alle Dinger gleichzeitig blühen. So, und das mache ich bei Dahlien, das mache ich bei vielen so Sommerblumen wie den Kosmeen, bei Phlox, bei Astern, bei Sedum, also den Staudenphlox. Ja, okay. Nicht diesen, es gibt auch noch diesen Teppich. Ich wollte gerade sagen, dieser Teppich, aber den haben wir, glaube ich. 100 Triebe. Den haben wir, glaube ich. Ja, dann musst du bitte jeden zwei. Klingt nach Arbeit, aber naja, Garten ist halt auch Arbeit, ne? Ja, unbedingt. Ja, cool, Mensch. Dann hast du hier noch mehr Flieder. Mal gucken. Jetzt habe ich gerade Angst gehabt, dass da irgendein Tier mich anfällt. Oh, riecht auch lecker. Also ja? ist schon ein interessanter Geruch, finde ich. Also die waren da, ne, von den Vorpächtern, die Flieder. Ich habe die nur stark zurückgeschnitten und jetzt sind sie eigentlich richtig buschig und ganz schick. Ist so. Das Wein? Das ist Adonia. Geh mal bitte zur Seite. Ist das Wein? Das ist Wein hier, genau hier. Guck, der fängt jetzt an zu blühen. So, ah, okay. Ja. Irgendwann, wenn der dann so ein bisschen weiter geblüht hat, dann nehme ich immer die Triebe über der Blüte dann weg, dass die dann auch ein bisschen Sonne kriegen. Ah, und das war auch schon da, oder? War auch schon da. Also siehst du, das fällt ja auch langsam in sich zusammen, dieses Gerüst. Also meine Idee war immer, vielleicht hier dann doch mal ein Gewächshaus hinzubauen. Aha. So gegenüber vom Haus, das Gewächshaus, so mit so einem kleinen, aber mal gucken. Genau. Man braucht ja noch Pläne. Das hier sind die Tigerlilien. Das Anstecken, das ist das. Genau, das sind Tomaten. Das große Vergessen. Das sind Tigerlilien, genau. Und die sind jetzt auch schon ein paar Jahre da. Und die machen sich auch ziemlich gut. Das Problem ist, ich habe jetzt schon geguckt, ich habe keins gefunden, aber da sind oft diese Lilienhähnchen dran. Das sind so kleine, rote, fiese Knabberkäfer. Und die muss ich dann natürlich absammeln, genau, das ist ein kleiner roter Käfer, absammeln und in den Wald entführen. Weil die fressen das total ab, fressen es kahl. Man sieht hier ein bisschen, hast du? Ha! Nee, oder was ist das? Doch? Nee, das ist ein Ohrenzwecker.
Oder? Warte mal, komm mal her, du. Nee, das ist was anderes. Dich kenne ich noch gar nicht. Eine Puppe. Wahrscheinlich eine invasive Art, die wir neu entdeckt haben, gerade hier, ja, im brasilianischen Urwald. Nee. Genau. Okay, aber es ist ein Käfer, der genau, da irgendwie Probleme machen kann. Ja, ja. Und die werden von dir in den Wald gebracht. Ja, das ist ja Hänsel und Gretel. Oh, warte mal, da war was Rot-Rötliches oder ist das nur eine... Nee, das war dann... Also, ich meine, das ist ja auch spannend. Wir machen uns jetzt nicht die Arbeit mit dem Wald. Wir geben Schädlinge... Das jetzt aber, oder? Ja, da ist er. Das haben wir. Da oh, ist er. Das ist doch süß. Was er macht, er lässt sich fallen... Und zeigt dann seinen schwarzen Bauch und dann findet man ihn immer nicht mehr. Ah, okay, aber der ist ach, hübsch. Ja, fieser Hübschling. Hübsch, hübsch, aber vegan. Du fragst gar nicht, ist er vegan? Also, aber in Thailand habe ich Insekten gegessen. Ja? Einfach, weil ich das mal machen wollte. Bei Insekten ist er nicht mehr vegan. Ja? Und du bringst sie dann in den Wald, aber weißt du, ja, das wir jetzt machen zu das weit. Genau, ich wollte gerade sagen, wir machen es normalerweise auch so. Ja, aber ich muss nur aufpassen. Einfach, weißt du? Weißt du? Nein, natürlich nicht, um Gottes Willen. Kitty, keine Angst. Nein, haben wir noch nie gemacht. Ja? Zu anderen Nachbarn machen wir das dann. So, und du isst schon wieder Tomate. Lass dir schmecken. Mit Brennnessel, herrlich. Ja, cool. Das sind Schwertlilien. Ja. Ja, haben wir nämlich auch. Ja. Die sind so, aber deine blühen noch nicht oder sind die verblüht schon? Ja, guckst du? Hier, fangen jetzt an. Ah, okay. Bei uns sind dann frühere. Wir haben welche, die sind aber auch kleiner. Die blüht zweimal im Jahr. Oh. Vielleicht kann die nicht so früh, muss ein bisschen einteilen. Ja. Boah, hier wieder Bewegung. Was ist das für ein Baum? Eine Birne. Birne? Birne hast du viel im Garten. Ich habe zwei riesige Birnenbäume. Mhm. Cool. Mhm. Also wenn du zu viele hast, sag Bescheid. Ne? Birnen? Dann kommen wir mal vorbei. Ich habe sicherlich zu viele. Ja, dann kommen wir bestimmt vorbei. Kannst schon mal einplanen. Sehr gut, sehr gut. Kannst du einplanen. Crumble, dann mache ich auch als Gegenleistung Birnen-Crumble. Das ist sehr schön. Hier ist so. Hier ist dein Bodendecker, der ich finde das gut. Also ich finde das super, dass du dann einfach den Efeu lässt, weil warum auch nicht? Ja, es wird auch ganz schön. Ich habe da den Storchnabel dazwischen gesetzt. Hier, ja. Der fängt dann wenigstens an, ein bisschen zu blühen. So da unten im Schatten kommen dann so diese Hasenglöckchen hier, die blauen da, ja. Süße Hasenglöckchen. Und die fangen auch gerade an, sich zu vermehren. Hinten wieder eine Hechtrose. Man merkt, ich mag Hechtrosen. Hier Felsenbirnen. Ja. Finde die blühen schön, haben schönes Laub, haben Früchte, die du auch dann essen kannst. Okay. Falls du fragen wolltest, ob du das essen kannst. Felsenbirne kann man essen und schmeckt auch. Und hier ein Zierapfel noch. Aber das ist ja so ein bisschen so waldig. Da geht es ja dann auch zum Nachbarn rüber. Da haben wir so ein bisschen Wald gelassen. Ja, cool. Das sind immer so Sachen, die ich zum Drehen brauche. Ne? Für die RBW Gartenzeit brauche ich ja immer, irgendwie mache ich ja immer die Tipps. Ja. Und dann brauche ich natürlich immer ein paar Utensilien. Was Bäume, kann man die beschnitten machen? Werden müssen. Bäume, die ja. Beschnitten oder hier eine Sauerkirsche im Topf. Was kann man drunter pflanzen? Da kann man so Ananasminze drunter pflanzen. Und dann hier die Johannisbeertomate hatte ich jetzt gerade für einen Dreh umgetopft. Da probiere ich gerade jetzt so torffreie Erden aus, aha, welche gut sind und welche, ach, cool, nicht. Weil ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, dass die Feuchtigkeit auch halten. Ja? Also wenn die mal trocken werden, dann kriege ich die nicht mehr nass. Aber jetzt habe ich, glaube ich, eine, die ganz gut funktioniert. Ja, also, die sieht auch gut aus. Ja, die sieht gut aus. Das muss man so, die Dahlien haben jetzt ein bisschen Sonne gekriegt. Die brauche ich dann auch zum Dreh. Da zeige ich dann wirklich, wie man sie die Spitzen rausnimmt. Ach, cool. Hier Flächenkompostierung. Ja, perfekt. Wäre ja auch perfekt. Wirklich Quatsch, die Nährstoffe rauszuschmeißen. Ja, ne? Und bei mir darf halt jeder, siehst du hier also Ritzen, ne? Hier Spornblume, Karde, nochmal eine Spornblume, dann darf auch mal ein Löwenzahn, eine wilde Möhre und so. Aber ich muss mich dann halt entscheiden, ne? Wenn jetzt hier wilde Möhre und daneben der Löwenzahn, muss ich mich jetzt entscheiden, wer da bleiben darf. Und da entscheide ich mich jetzt mal für die wilde Möhre. Aber da muss ich jetzt ja ganz ehrlich mal sagen, Horst, und du könntest ja auch einfach gucken, was passiert. Ne? Also du was könntest soll jetzt passieren? Auch die beiden battlen lassen. Ja, so ein kleiner. Nee, weil ich stelle mir das schöner vor, wenn hier dann so eine weiße wilde Möhre steht, als da unten dieser kleine, kribbelige. Okay, also das ist wirklich so eine Entscheidung, das die so AB muss ganz schnell dann so entschieden werden. Genau. Und es hat oft spielt auch so ein optischer Aspekt dann einfach so bei mir eine Rolle. Und natürlich sind die, es gibt so eine Streifenwanze, die habe ich erst, seit ich die wilden Möhren habe. Und für die habe ich jetzt ein bisschen Lebensraum geschaffen. Sehr schön. Mhm. Wollen wir mal nach hinten gehen, nach hinten gucken? Gerne, soll ich mal vorgehen? Geh mal gerne vor. Du hast ein schönes Haus hier, also die Farbe ist schön. Ja, die ist toll. Die ist wirklich toll. Das sieht man hinten mit den leuchtenden Euphorbien. Dann. Ja, aber hier, ich finde es immer, dieses Leuchten ist einfach krass, schon aber ist das krass, oder? Ist das nicht toll? Ist das grün oder ist das gelb?
Das ist Limonenfarbe. Nee, das ändert sich natürlich auch, ne? Also je nach Lichtsituation, aber es ist eigentlich so ein wirklich ein klassisches Grün-Gelb. Mhm. Das ist so ein Klimagewinner. Ja? Also die, für die ganzen Schwebfliegen ist die super, die muss man kaum gießen, die mag zwar keine Staunässe, das ist total doof, dann würde sie im kalten Winter eingehen, aber Okay. Die breitet sich echt toll aus. Und hier mitten im Sand, also im Sandkasten, das ist der Sandkasten der Kinder von den Vorpächtern. Ach cool. Ja, ja, da hat die sich hier neue Plätze gesucht. Und wo ich den gut finde, den Platz, da lasse ich sie auch einfach mal sitzen. Das darf sie auch, so wie hier. Und ansonsten macht sie hier so ihre Kleinen. Und dann kann ich die auch in Töpfe setzen und verschenken. Und ich finde es super. Und ich finde, es gibt dem ganzen Garten, wenn du hier so reinguckst, es gibt ihm so eine flatterige Leichtigkeit, ja, irgendwie, oder? Wenn da so der Wind durchgeht, also mich beruhigt das wahnsinnig, wenn ich hier sitze, da rausgucke oder von innen durchs Fenster gucke, dann sitze ich hier und denke so, boah, ist das ja, das ist beruhigend. Wirklich sehr schön, und ich finde auch das mit dem Sandkasten total genial, insofern als dass andere Leute sehr viel Geld ausgeben, ein Sandarium oder sich einen Beach anzulegen, ja, ja, ich und du hast das hier schon vor, und man sieht ja auch diese Pflanzen, die es so mager mögen hier, glaube genau. ich, ne? Das ist ja dieser Sandboden, also gleich wieder ein bisschen Natur geschaffen. Ja, also hier die Bartiris, die du vorhin gesagt hast, hier die Schwertlilien, die kommen natürlich super in dem sandigen Zeug. Ne? Dann wie gesagt hier die Euphorbien, Zistrosen, Ast, es gibt Astern, die es gut mögen. Dann diese Prachtkerzen, so diese weißen, flatterigen. Also ist dann am Ende so, der Saison ist es auch komplett eingewachsen. Also da ist dann nur noch so ein paar dünne Wege hier und ein bisschen hier Sand für die Füße. Und ja. Fertig ist. Hier barfuß kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, das ist großartig. Das ist großartig. Also, ja. Schön warm ist, schön heiß ist, dann. Mhm. Ja, Mensch, dann sehen wir hier, was erkenne ich denn hier noch? Ja, was erkennst du noch? Frag mal, kann man das essen? Hätte ich jetzt fast gesagt, aber das ist kein Rhabarber. Ne? Ja, ähnlich. Das Rhabarber ist einer hier hinten. Ne? Ah ja, den sehe ich auch. Den habe ich jetzt irgendwie neu gepflanzt, war auch für eine. Ich weiß gar nicht, ob das für Instagram war oder so, oder auch für die RBB Gartenzeit. Ja. Das ist ein Meerkohl, also es ist die Krambe, heißt der Krambe. Da kriegt so Riesenschleierkraut, heißt es auch. Okay. Kriegt so hohe, weiße, auch so schleierkrautartige Blüten und ist dann auch voll mit Insekten. Also ganz toll. Und da ich habe ja hier die Erdbeeren und die Feige und die Himbeeren. Aber Moment, du hast gesagt, das ist ein Kohl. Kann man den denn essen? Nee, der heißt Meerkohl. Also, ehrlich gesagt, es gibt eine Version davon oder es gibt eine Art davon, die kann man essen. Ja. Bei der weiß ich es nicht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, was die Böses haben sollte. Also ich würde schätzen, ja. Weil die Blätter, finde ich, sehen einfach lecker aus. Ja. Meine ganzen Pflanzen zittern ganz anders. Die sind richtig erschrocken. Sorry. Die wollen alle nicht gegessen werden. Du lässt aber wahrscheinlich auch den Rhabarber blühen dann, wa? Ja, natürlich. Ja, das ist doch. Aber nimmst du da nicht die Knospe raus, damit ein bisschen mehr. Aber der Rhabarber, die Natur hat sich doch was dabei gedacht, dass der blüht. Die will doch damit auch irgendwie Insekten ernähren. Und klar, wenn es so eine kleine, schwache Pflanze ist, dann würde ich sagen, nimm es mal raus. Dann kann sie. Aber im Grunde genommen, wenn da so eine imposante, hohe Blüte steht, ist doch toll. Okay, wir werden den Rhabarber dieses Jahr blühen lassen. Ja, und dann werden wir auch an Horst erinnern nochmal. Und wie ist es bei euch? Macht ihr die Blüte vom Rhabarber raus oder nicht? Ich habe das auch nur gemacht, weil mir die Leute dazu geraten haben. Aber ich habe ja so viel Rhabarber schon geerntet, vielleicht. Dann lasst es. Das geht ja wirklich darum, dass er nicht die Kraft in die Blüte, sondern in die Stängel. Ja. Aber manchmal hat man auch schon so viele Stängel, dann kann man ihn blühen lassen. Okay, werden wir mal machen. Wie macht ihr das? Was auch blüht hier ist Rosmarin. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe, ist das ein Lippenblütler eigentlich? Mhm. Habe ich letzte Woche gelernt. der blüht auch richtig schön. Und super viele, das sind Honigbienen jetzt vor allem, glaube ich, ne? Richtig toll. Und den nimmst du wahrscheinlich auch zum Kochen und so viel, ja, oder? Ja, ja, klar. Ja, Rosmarin ist ja. Und zum Duschen. Also kannst du bei mir bei Instagram mal gucken. Du nimmst einfach so ein Büschel von dem Rosmarin, bindest den zusammen. Duschkopf, hängst das Bündel drunter, lässt warmes Wasser drüber laufen und dann ist es wie so eine Aromadusche. Ist total geil. Ja, aber mit Salbei kannst du es natürlich genauso machen, aber ich meine. Ja, total, stimmt. Ich finde das super. Also, toller Lifehack und mehr davon gibt es auch auf dem Instagram-Kanal von Horst, ja. Der ist in der Videobeschreibung natürlich wie immer verlinkt. Wir stehen vor noch mehr Rhabarber. Ja, den auch wieder
Den hatte ich auch für eine Sendung und ich habe die noch nicht eingepflanzt, noch nicht einpflanzen können. Falls du noch mehr Rhabarber willst, also wir haben bei uns 3 Pflanzen im Garten und ich muss definitiv von den großen, will ich jetzt eigentlich schon seit 2 Jahren machen, seitdem wir da sind, auch teilen, weil die, man soll die wohl teilen dann, wenn die zu groß werden. Ja, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie geteilt werden müssen. Ja. Dementsprechend, wenn du noch brauchst, ist ein Rhabarber, der wahrscheinlich schon 20 Jahre alt ist. Ja, so. Nehme ich. Hier war ja die Idee, oder ist die Idee, das sind unterschiedliche Arten von Rhabarber. Also der eine ist ein Champagner-Rhabarber, der andere heißt Vierländer Blut, einer heißt Himbeer-Rhabarber. Und ich wollte mal wissen, ob das einfach nur so ein Gag ist oder ob die wirklich unterschiedlich schmecken. Okay. Ja, also weil alle denken ja, so Rhabarber ist sauer, muss aber wohl nicht sein. Also es gibt wohl mildere Sorten und das probiere ich jetzt hier gerade mal aus. Unserer ist sauer, aber da kann ich dir auch gar nicht, ich kann dir nicht sagen, was es für eine Sorte ist, aber es wird halt irgendeine Berliner DDR-Sorte sein, weil das da wirklich schon ewig steht. Und witzigerweise, als wir da angefangen haben in dem Garten, die Leute haben ja alle gesagt, mit was wir den düngen sollen und so, und der war 10 Jahre unberührt. Ne? Mhm. Und das Erste, was ich halt gemerkt habe, ist, nachdem ich ihn das erste Jahr halt auch wirklich beerntet habe, dass dann im zweiten Jahr er deutlich sachter war irgendwie. Mhm. Ja, also die Stängel kleiner waren und so. Und bin froh, dass dieses Jahr doch wieder auch ein paar dicke dabei sind. Mhm. Aber kriegst du sehr gerne. Ja. Weißt du da eigentlich, ob man den im Frühjahr oder im Herbst irgendwie teilen sollte? Oder? Ich glaube, das ist egal. Ist egal. Ich glaube, es geht immer nur darum, dass man vielleicht nicht die extremsten Temperaturen hat wie im Sommer. Oder? Also ich mache eigentlich diese ganze Pflanzerei und Teilerei von Pflanzen, die nicht frostempfindlich sind, ja, am liebsten im Herbst. Mhm. Weil dann pflanze ich sie so in die feuchte Jahreszeit rein. Weißt du, so, weil sonst sind sie frisch gepflanzt im Frühjahr und dann ist sie vielleicht trocken und dann muss ich dauernd gießen und aufpassen und so wachsen sie quasi gleich in die feuchte Jahreszeit rein. Ich muss mal hier ein Video von Adonia machen, wie sie bei mir in den Akeleien steht. Das finde ich. Guck mal, im Wind, da steht sie wie Mariah Carey. Die Windmaschine. Können wir die Ventilator einmal anmachen? Sehr schön. Oder pusten. Großartig. Aber das ist auch so, guck mal, die stehen hier alle, die Akeleien, als ob sie sich abgesprochen hätten und sagen, wir machen, gehen alle auf einmal auf, oder? Sieht super aus. Die haben sich auch einfach ausgesehen. Ja, die sehen sich von alleine aus. Also diesen Standort finden die auf jeden Fall. Den finden die super. Und ich bin ja so ein, ich liebe Akeleien. Ich weiß nicht, irgendwie berühren die, die berühren irgendwie mein Herz. Aber die sind so, so wüchsig, dass man schon mal aufpassen muss, dass die nicht was anderes platt machen. Ja. Aber jedes Mal, ich freue mich, ich meine, weißt du, in so eine Ritze, wenn die sich das aussucht und irgendwie so ungemütlich da wachsen will, dann sollte so machen. Und hier ist wieder der Triumphator, ne? Die vorne auch. Und dann hier ist auch so mit so einem grünen Spring Green. Und ja, sowas finde ich schon toll. Ich finde es auch super. Und das waren jetzt die auch wiederkommen, oder? Genau, die Spring Green, die White Triumphator, dann hier die Paul Scherer. Und dann schön finde ich so, wenn die so, guck mal hier, wenn die so zwischen dem Farn sitzen und so, das finde ich schon. Paul Scherer. Warum? Ist das der Erfinder? Ja, warte mal, der Erfinder der Tulpe. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist vielleicht ein Wissenschaftler oder ein Tulpen oder. Nee, ich weiß es nicht. Neulich habe ich einen gesehen, Krokus, der heißt Art Schenk. Das war ein Eisschnellläufer. Oftmals sind es ja Niederländer. Na, das ist ja. Vielleicht weiß Tulpen. Es jemand von deiner Community. Genau, wenn jemand Frag weiß, mal. Wie Rosennamen, wie Paul... Tulpen. Die Tulpe Paul Scherer. Warum die so heißt, wer der ist. Wer ist der Paul Scherer? Also Profis gerne Tipps dazu. Was ist denn das? Ist das nicht auch so eine... Das hier auch? Nee. Ja, ach so, genau. Ja, ja? Das gleiche, stimmt. Ja. Das ist der Bergknöterich Johanniswolke. Das gibt ungelogen. Also hier ist zum Nachbar drüber ist dann im Sommer nichts mehr zu sehen. Blickdicht. Das wird wirklich eine Riesenstaude und es wird so ein Trümmer und der sieht toll aus. Also sieht wirklich toll aus. Also sieht man auch schon vielleicht, was er für ein Potenzial hat, wenn du dir mal diese dicken Dinger hier anguckst. Wie so Bambus fast auch. Genau, oder wie dieser eine fiese Knöterich, den es auch gibt. Aber das macht er nicht. Der bleibt wirklich schön horstig hier sitzen und wird halt einfach dann richtig, richtig groß. Und ich habe dann da so Lilien dazwischen. Dann blüht da noch so ein bisschen was anderes. Der blüht weiß und dann ist so orange und dann ist es so ein ganz schöner Kontrast auch. Ja, herrlich. Also du hast wirklich viele Sachen. Ich meine, klar, mich zieht es natürlich so, ohne dass ich das will, wieder in diese Richtung, weil wir wieder zu S-Bahn-Sachen kommen. Natürlich. Also das geht ja hier schon los, ne? Das sind Stachelbeeren. Stachelbeeren. Hier? Oh, ich liebe Stachelbeeren. Ja, auch. Hier. Sind das auch Sachen, die Guck schon... Guck mal, wie weit die schon sind. Oh, unglaublich. Und das sieht ja bei den...
Das sind die schwarzen Johannisbeeren. Die schwarzen Johannisbeeren. Mhm. Das sind die, die am kräftigsten schmecken auch, ne? Naja, vor allem riech mal. Riecht sehr schwarz. Also wie diese schwarzen Johannisbeeren. Stimmt, Cassis. Ja, das ist genau Cassis. Dieser... Okay. Also wenn du zum Beispiel, wenn dich einer, ne, so ein Strauch, ist da jetzt eine schwarze, wie siehst du ja, die sehen ja alle gleich aus, einfach dran riechen. Der Schwarze ist der Einzige, der so riecht. Riech an dem, der riecht nicht. Das sind die Weißen, die Roten. Das reicht jetzt komplett ab. Stimmt, der ist ganz neutral. Ja, ne? Also du erkennst sofort, ob es eine schwarze Johannisbeere ist, am Geruch. Oder wenn du so ein bisschen am Holz reibst, es riecht richtig nach Cassis. Ja. Cassis. Creme de Cassis ist ja schwarze Johannisbeere. Ja. Also, unsere, kann man das essen? Ohne Englischsprache. Kann man die Blätter auch essen? Ja. Ja. Oh, ja. Machst du da Salat von? Oder? Nee, aber was da wirklich Freunde von mir auch machen, ist so eine Art, das heißt Oxymehl. Mhm. Ja, also das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, einfach mal googeln. Und da kommen Johannisbeerblätter rein und es ist so ein Trank, so glaube ich mit Essig und so, den trinkt man jeden Morgen und dann ist man fit und gesund fürs ganze Leben. Himbeerblätter als Tee ist venenfördernd oder was war das? Ja, ne? Ja, habe ich auch gehört schon. Ja. Ja. Wird anscheinend von genau, Hebammen oft empfohlen. Ah, genau. Ja? Das also Himbeeren habe ich da hinten. Kannst du haben das mal im Video gesagt und dann haben alle drunter geschrieben, dass, ja. Also, dass man es irgendwie trinken kann, haben wir gehört. Und echt? Dann haben alle geschrieben so, nee. Nee, aber seitdem habe ich, also man kann es auch so trinken, habe ich gelernt. Also es ist weiß jetzt nicht nur was für dann, schwangere ne? Frauen. Wobei ich mir vorstellen kann, bei den schwarzen Johannisbeeren, die als Aufguss zu machen, hat ja sicherlich sogar... Tee man, kann man... Bei den Himbeerblättern hat man sich jetzt nicht so ein... Also die haben nach Blätter geschmeckt. Also jetzt nicht irgendwie nach irgendwas ich sage, Besonderes, grün, einfach aber, so aber grün. Hast du mal? Ja, probier mal bitte. Oh. Toll, oder? Ja, das schmeckt wahrscheinlich besser bitte. Als Tee. Kann man das so essen jetzt? Ja. Also ich verwende ja auch nichts Böses. Also du bist ja nicht allergisch, oder? Schmeckt aber bestimmt nicht so, wie es riecht. Schmeckt bestimmt. Nein, ich hab du bist ja nicht allergisch, oder, Bogen? Nein, nicht. Zu spät gefragt. Ist lecker? Ja, du sagst ja eh, man kann alles essen. Ja. Manches eben nur einmal. Ja, stimmt. Die paar Pilze gibt es, die sind schon. Ja. Boah, die sind ja auch hier richtig voll. Ja, ja, da gibt es immer lecker Kuchen dann, Johannisbeerkuchen und Gelee. Ich mache ja viel Crumble. Ja. Hab heute auch was mitgebracht. Ja, freue ich mich schon drauf. Bin auch gespannt, dass du das nachher mal beurteilst. Ja, und auch gerne. Den ZuschauerInnen dann sagst, wie es schmeckt. Dass es schmeckt. Also, es schmeckt gut, ich muss es gar nicht probieren. Ja. Ach, guck mal, jetzt gucken wir mal hier weiter. Ah, das ist auch so was es irgendwie ganz früher immer in allen Gärten auch gab. Ja, das war schon da. Warte. Ah, warte. Ja. Mhm. Ich weiß. Ja. Bergenie. Jetzt kommt's. Ja, sehr schön. Die sind... Er hat's gewusst. Das ist geil. Ja, aber das finde ich gut. Also, wer kennt schon eine Bergenie? Weißt du, außer die Bergenie selber. Weißt du, warum ich das weiß? Cool. Weil sie sieht halt aus wie Rhabarber. Und ich liebe Rhabarber. So ein bisschen sieht sie aus kann wie Rhabarber. Kann man Bergenie essen? Ich würde es nicht machen. Siehst du, ich auch nicht. Also, wir auch immer mal Vorsicht, ne, mit den auch also, das kann man auf keinen Fall essen. Das ist giftig. Das weiß ich nämlich noch, weil das hatten meine Eltern, als ich Kind war, unser erster Schrebergarten, hatten die das auch. Und da sollte ich auch nicht anfassen. Mhm. Ach, das geht schon, aber ich finde den halt wahnsinnig. Schön, oder? Also so ein Salomon-Ziegel ist doch wirklich eine ganz tolle, ich finde fast schon so eine poetische Pflanze. Mhm. Oder? Ja wirklich, sie hat eine gewisse Trauer trägt sie mit sich, oder? So. Nee, eine Lockerheit würde ich sagen. Eher so Headbanger. Stimmt, aber auch spannend. Ich würde da jetzt keine Trauer sehen. Spannend, wie unterschiedlich man das dann im ersten Moment interpretieren kann. Das sind Maiglöckchen. Wow, ja. Ja, ist halt kein Bärlauch, ne? Das ist so meine... Und unsere Nachbarin hat ganz, ganz viele Maiglöckchen in so einem Beet vorne gehabt, wo sie die auch rausgenommen hat dann. Ja. Und weil die echt wuchern, ja. Also die wuchern ja, auch, man muss ein bisschen aufpassen. Die wuchern sogar richtig bis zu uns schon. Was uns jetzt auch nicht stört, weil wir mögen ja Pflanzen. Aber... Ich mag Pflanzen und Tiere. Das sind wahrscheinlich, ich interpretiere jetzt einfach mal das, was ich sehe. Ja. Und ich würde sagen, es sind Erbsenhortensien. Ja, die sind... Was ist das? Das ist ein Helleborus, also eine palmblättrige Nieswurz. Kennst du Lenzrosen? Lenzrosen, Christrosen, so an Weihnachten, die weißen Blüten mit dem Gelb in der Mitte. kennst du? Natürlich kenne ich die. Allesamt. Kennst du Christ? Also Christrosen kennt er nicht. Ich habe das schon mal gehört und wenn ich die sehen würde, würde ich denken, ah klar, du siehst bestimmt, das sind so weiße Blüten, in der Mitte sind die gelb, ganz einfache, sehr schöne Blüten und das ist eben eine Verwandte, das ist die palmblättrige
hier so, sieht man ja. Und das ist, die blüht, weiß ich nicht, von Januar bis März ist die so eine der ersten Hummelweiden. Und wächst auch in Wäldern manchmal und ich finde die einfach auch super. Also das ist einfach ein richtig schönes Gewächs, aber auch giftig. Okay. Du, hast also, du kennst die Sachen alle nicht, ne? Die giftig sind, weil du schon weißt, dass man die nicht essen kann. Ja. Das ist es. Alles, was giftig ist, kennt er nicht. Aber das ist was anderes, oder? Ja, das ist eine Rotgersie, also ein Schaublatt oder ich glaube Schaublatt, ich weiß gar nicht, Rotgersie, wie die, guck mal, da habe ich es noch. Kastanienblättriges Schaublatt. Ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Kastanie und Hanf. Ja, und guck mal hier, Rotgersia aesculifolia, also das heißt dann quasi kastanienblättrig, dieses Aesculus ist Kastanie. Du kennst dich ja richtig aus. Naja, ich bin ja Biologe. Ich bin ja nicht nur Landschaftsgärtner, ich bin ja auch Biologe. Also ich bin ja nicht nur der Fernsehonkel. Profi quasi. Profi. Mann, ey, das ja. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob man es essen kann. Ja gut, da bin ich ein bisschen schwach. Ich bin total schwach, die Fragen zu beantworten, ob man es essen aber kann. Aber das ist ja ganz witzig. So, Leute, schreibt uns doch gerne mal, E-Mail-Adresse ist wie immer in der Videobeschreibung, wenn ihr euch besonders gut mit essbaren Pflanzen auskennt, die man vielleicht gar nicht essen würde. Ich finde das spannend, weil als ich früher, bin ja früher als Dogwalker unterwegs gewesen, ja, und dann bin ich im Wald unterwegs gewesen, habe nicht nur Pilze gesammelt, sondern ich habe auch die jungen Baumblätter gegessen. Was man alles machen kann, oder? Den ist zu windig heute. Da hockt sonst immer einer. Also Beinwell kenne ich auch als Kräuterpflanze, oder? Ja. Ach, guck mal, da ist eine Biene jetzt zumindest am Zierlauf. Am Allium. Allium mögen die Bienen das immer. Und hier sind normalerweise am Beinwell immer die Hummelsche dran. Aber jetzt sind sie nicht da. Ja, ist ja auch mal... Die dürfen ja auch mal Pause machen, ne? Ist ja auch Mittagspause gerade. Wahrscheinlich haben die Mittagspause. Ja, ist ja auch... Ist noch nicht drei. Die dürfen noch nicht fliegen. Die müssen ein bisschen ruhiger sein. Ja. Wird das bei euch eingehalten hier mit Mittagsruhe? Na, die haben eine ganz strenge Gewerkschaft. Die Hummel-Mittagsruhe wird eingehalten. Hier wird jetzt in der Anlage wird das total eingehalten, ja. Mit der Mittagsruhe. Ja, da sind alle. Ich finde es eigentlich auch angenehm, also gerade weil wir hier häufig drehen, ja. Weiß ich immer so, okay, in den zwei Stunden können wir möglichst viel machen, weil sonst ist natürlich schon da die Heckenschere, da der Rasenmäher, das gehört dazu, aber stört dann manchmal. Ja, kennst du das? Wird jetzt rausgesammelt? Na, das mache ich jetzt nur, weil ich hier gerade so knie und denke, ach Gott, da kann ich doch irgendwas zupfen. Schmeißt es gleich wieder rein. Genau, ne? Im Garten. Ja, ich mache das dann so klein und schmeiße es dann auch rein. Aber hier der Lauch, der kriegt halt immer so diese gelben Blätter da unten. Das ist ganz normal. Und deswegen mache ich sowas. Guck mal hier, dann da. Und dass ich die unterpflanze mit Stauden oder hier mit diesen Ahornsämlingen. Ja, mit solchen Stauden. Und dann kommen nur so die Kugeln oben raus, die Stiele mit den Kugeln. Und dann sieht man da unten dieses ganze Gekruschel. Das Chaos nicht. Dann sieht es nämlich so richtig aus, als ob die da so bum, 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 bum auftauchen. Es wird quasi unter den Teppich gekehrt. Ja. Hinter den Kulissen heute. Hinter den Kulissen, genau. Cool. Genau. Das ist irgendeine Nesselart wahrscheinlich. Das ist eine Nesselart. Hummeln lieben Nesseln. Und weißt du, welche sie besonders lieben, welche Nessel? Zeige ich dir mal den Nesselkönig. Es gibt den Nesselkönig. Die heißt so, die Sorte. Die heißt Nesselkönig. Das ist die hier. Guck mal. Die ist auch eine Taubnessel, weil sonst würdest du jetzt nicht so anfassen. Ja. Wow. Ist toll, oder? Sieht richtig gut aus. Und selbst, guck mal hier, das Verblühte sieht toll aus. Und jetzt, wenn also Hummelflug ist, ne, also jetzt nicht Hummelflug Mittagspause, sondern dann ist hier richtig was los. Das ist eine ganz unempfindliche, trockenheitsverträgliche Pflanze. Und macht grün, macht dicht, schützt den Boden, nährt die Hummeln und sieht, wenn man genau hinguckt, wirklich wie eine kleine Orchidee oder so aus. Ich finde die ganz toll. Ich finde sie auch super. Ich finde sie auch super. Und ob man sie essen kann, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist harntreibend, ne? Wie diese ganzen Brennnesseln, die sind ja auch, aber ist ja auch gesund. Natur ist aber das Thema irgendwie, weil ich liebe ja das, ne? Ja. Ich habe erst gedacht, es wäre so ein kleines Bettchen, wo man sich reinlegen kann, wenn man denn mal zu viel gearbeitet hat. Das Körbchen, das ist eine, also das Vorbild ist eigentlich eine Totholzhecke oder eine Benjeshecke. Und das Ding ist ja riesig, ne? Das geht ja hier, dieser ganze Bereich. Ja, müssen wir mal Weitwinkel benutzen eigentlich. Und da kommt alles rein, was in diesem Garten anfällt. Also bei mir verlässt den Garten so an Pflanzenmaterial eigentlich nichts. Also entweder ich mache es klein und schmeiße es gleich in die Beete oder so Äste und sowas kommen eben hier rein. Wenn sie groß und starr sind, dann werden sie so reingestopft. Ja. Dann quer werden sie hier so reingeflochten. Auch der Staudenschnitt kommt dazwischen. Und dann hier, manchmal treiben sie dann aus, also Wurzeln. Und dann fange ich an, halt sie da reinzuwickeln, dass sie
dass das Ganze ein bisschen grüner wird. Ja. Schneid es dann auch ab. Und jetzt kommt sie langsam, mal gucken, ob ich es hier auch finde, dann setze ich da überall Kapuzinerkresse hin. Und die darf dann das Ganze grün machen und beschatten hier. Da habe ich überall Kapuzinerkresse reingeschoben. Die macht es dann, wenn die dann loslegt, dann geht es hier zack, zack. Macht die das alles grün. Und also hier kommt wirklich alles rein. Sollen wir mal reingehen? Oh, man kann reingehen sogar. Ja, man kann hier richtig reingehen. Sieht man auch, das ist wie so ein Dings. Dazwischen gibt es auch Bäume. Kleine Bäume habe ich da reingesetzt. Ist das eine Pflaume oder? Das ist ein Zierapfel. Oh, okay. Das ist ein Zierapfel. Und dann mache ich die immer so ab, dass es nicht zu hoch wird. Schmeißt es hier dazwischen. Und hier wird alles reingestopft. Und das sinkt dann immer runter. Und dann kommt wieder die nächste Schicht drauf. Und ich fände es einfach blödsinnig, alles, was grün ist, aus dem Garten zu entsorgen. Dann losgehen, Erde kaufen, Mulch kaufen, Dünger kaufen, pipapo, habe ich alles. Irgendwann rieselt hier auch immer dieses ganze Zeug. Das kann ich alles gut als Mulch nehmen, als Kompost, der unten raus rieselt. Da hinten habe ich noch einen Kompost und dann brauche ich nichts kaufen. Also das finde ich genial. Nichts wegbringen, nichts kaufen, Entschuldigung. Das finde ich mehr als genial und hier, ich sehe auch Elemente wieder, weil als wir letztes Wochenende die Biologin bei uns hatten, die so ein bisschen geguckt hat, was wir denn schon richtig machen in Bezug auf naturnah, da hat sie dann auch gesagt, dass es, weil wir haben auch so Totholzbereiche gehabt einfach, wo wir das jetzt ehrlich gesagt noch wirklich noch nicht so schön angeordnet haben wie bei dir hier, aber wo wir dann auch so eine Äste hatten und so und sie dann auch meinte, ja, und es ist auch gut, wenn man die halt so aufstellt, weil das dann wie natürliches Wachstum einfach so ist. Das ist ja wahrscheinlich auch der Hintergedanke bei der Geschichte irgendwie so, ne? Dass die Insekten dort drin überwintern genau, können. Und die gehen ja, die also die sind es ja nicht gewohnt wie in diesen normalen Insektenhotels, dass die Löcher alle so angeordnet sind, ja. Sondern zumeist sind die ja eigentlich eher hier so vertikal, ne? Also so drin. Und ich habe zum Beispiel ein paar Insektenhotels, aber da wohnt keiner. Weil die das hier irgendwie viel schöner finden. Also hier ist echt Leben drin, da vorne wohnt der Igel. Und es ist einfach so, abends, wenn man hier sitzt, dann kommen ja welche raus, dann gehen wieder welche rein und so. Das ist eine richtig schöne Siedlung. Also ich finde diese Idee richtig, richtig gut. Vor allem, du kannst ja hier auch Sachen, also solange sie, du hast mal gesagt, solange sie gesund sind, ne? Genau. Also alles wird hier verwendet, es sei denn, es ist eben, ist klar, krank, verpilzt oder sowas. Wenn es stark ist, ja, dann kommt es in den Hausmüll. Aber wenn es so ein bisschen was ist, dann kommt es hier auch alles rein. Und das ist ja auch echt sinnvoll, weil man müsste, also wenn man sich überlegen würde, wenn du das alles zum Komposthof gefahren hättest, na ja. Oder irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr hier eine Entsorgung habt oder so, das wäre ja, also allein die Fahrerei und so, finde ich total gut. Und ich finde, dass diesen Lebensraum zu schaffen auch total gut, wenn man dann überlegt, Igel, die ganzen Insekten und so, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bringst du mich auf eine Idee. Also da würde ich fast, ja, da würde ich fast nochmal nachdenken, wo wir das bei uns im Garten wirklich vielleicht realisieren können. Und mir fällt da sogar was ein gerade. Super, also finde ich richtig, also Beniershecke haben wir in Anlagen schon gesehen, aber ja, die werden halt irgendwie häufig auch angelegt, um mal sowas als Schauobjekt zu haben, ja. Und dann werden die aber auch nicht weitergeführt wie das hier, ja. Und das finde ich total genial. Also ich liebe das, ich finde das toll. Danke schon mal für die Inspiration. Und wer sowas auch hat, ne, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und hier hast du auch einen Bereich, hier ist der Baum, hier wird beschattet, hier könntest du wahrscheinlich eh kein Gemüse großartig anbauen oder so. Ich wollte dir gerade sagen, die Beniershecke zeigt auch manchmal so ein bisschen an, wo sie sein mag. Das ist ja ein bisschen wie so ein Organ des Gartens. Ja. Ne? Und klar, hier unter dem Baum, da lag immer das ganze Laub. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn du schon da liegst, dann machen wir jetzt da was draus. Und habe dann angefangen, die Äste reinzustecken und die langsam hochzubauen und so. Gehen wir mal hier wieder raus. Super gut, super viel Natur, super viel, was hier auch blüht. Für dein Auge, aber auch für die Insekten als Nahrung. Nahrung ist das Stichwort. Ich habe vorne schon einiges an Gemüse hier in diesen beiden Beeten gesehen. Hast du noch mehr, was du an Pflanzen anziehst, oder? Ja, ich habe ja immer so, dieses Symmetrie-Ding ist natürlich auch so, dass man sagt, okay, wenn es auf der einen Seite weggefressen wird, ist natürlich doof, dann ist die Symmetrie im Eimer. Ja. Das heißt, ich brauche immer so ein paar in Wartepositionen, also die ich anziehe und dann quasi die Nachfolger, als Nachfolger kommen die dann ins Beet. Können wir hier, jetzt laufen alle rückwärts und großartig. Rückwärts und vorwärts. Oh, Vorsicht, gehen wir hier in die Kinderstube. Hier geht's noch weiter. Ja. Guck mal, das ist doch auch irre, oder? Das ist eine ach so, das ist eine? Das, warte, eine Trompetentulpe. Ja, Amaryllis genannt. Amaryllis, habe ich irgendwo schon mal Amaryllis gehört. Oder Ritterstern, normalerweise auch Weihnachten Blumenladen. Ja. Ja, war irgendwie ein Geschenk und jetzt blüht sie hier vor meinem Badezimmerfenster. Und die
kommen auch jedes Jahr wieder, oder? Du, ja, die lasse ich dann eintrocknen. Also erstmal macht sie Blätter und die Blätter, wenn die dann so im September oder so schön groß sind, dann lasse ich sie eintrocknen, kriegt sie neue Erde und dann kommt sie. Und dann kommt sie wieder. Sehr schön. So, sie ist quasi jetzt hier die Pforte zur Kinderstube. Hier ist noch die Gerätekammer. Das werden so meine neuen Himbeerdinger. Das sind so eine Eiche, die ewig hält. Wir werden sehen, meine Himbeerstützen. So, hier guckst du. Hier haben wir denn noch viel? Das sind die roten Grünkohle. Ein paar habe ich schon vereinzelt. Die hast du auch selbst angezogen? Die habe ich selbst angezogen. Hier, so sahen die aus. Muss man mal aufschütteln. Eigentlich die höchste Zeit, die auch zu vereinzeln, aber man kommt ja. Aber du streust ja erst auch mal ganz viele rein und dann vereinzelst du sie. Eigentlich mache ich es anders. Eigentlich mache ich es so wie hier zum Beispiel, also hier sind Kosmeen, so 3, 4, dass die einfach, bis ich sie ins Beet vereinzel, im Topf bleiben kann. Ja. Mir ist es sonst zu viel Arbeit, aber da ist mir wahrscheinlich die Hand ausgerutscht, die Samentüte oder irgendwas. Hier so, oder diese Tomaten, die noch nachkommen, die werde ich dann auch direkt ins Beet vereinzeln. Da mache ich nicht so dicht. Du hast noch so kleine Tomaten jetzt auch. Ja, das sind die ganz späten Ansaaten. Ja. Und die haben dann auch ganz spät Früchte. Also von daher, ich fange ja spät mit der Aussaat an, also vor Anfang, Mitte, also eigentlich vor Mitte März mache ich nichts. Oh, das ist ja richtig gut. Weil ich mache das zu Hause nicht. Ich habe keine Lust, die ganzen Pötte zu Hause stehen zu haben. Und das heißt, ich kann erst hier in der Laube und ja, da auch erst, wenn es nicht mehr so kalt ist und wenn das Licht ausreicht, dass die nicht irgendwie ständig umkippen und dann die Trauermücken kommen und sowas. Das ist mir nichts. Deswegen warte ich bis Mitte März. Ich habe auch mal gehört von der Gärtnerin, von der englischen Gärtnerin, irgendwo auf YouTube, die sagte, man muss sich da auch nicht so wild machen, weil die Pflanzen können sehr viel mehr aufholen, als wir eigentlich immer denken. Genau. Und deshalb hätte ich jetzt die Hoffnung. Was ist das? Das ist Mais. Da mache ich es auch so, dass ich die gleich in die, also gleich so, dass ich die dann gleich aussetzen kann und nicht irgendwie noch vereinzeln. Und bei dem, ich habe ja, wenn immer so diese Aussaat-Challenges auf Instagram oder irgendwie losgehen, ne? So was im Januar, alle schon ganz nervös und hast es schon, also gut, im Januar werden die Dinge ausgesät, 2 Wochen später kommen die Trauermücken, dann kommen die Gelbtafeln, dann sehe ich mir manchmal so, ja, liebe Aussaatindustrie, das hast du ja ganz geschickt gemacht. Ne? Würde man später anfangen, kämen keine Mücken, bräuchte man keine Gelbtafeln, bräuchte man keine Nematoden oder also Fadenwürmer, nix. Und deswegen, also ich mache das auch später und die holen wirklich auf, weil die haben ja gleich zum Start gute Bedingungen. Die anderen haben ja gleich zum Start erstmal Mistbedingungen, zu wenig Licht, zu warm, blöd. Ja. Also ich leuchte total ein und wieder ein Aspekt dafür, Anfang des Jahres erstmal ein bisschen sachter zu machen. Ja, ne? Guck mal, das ist ja auch total gar kein bisschen nachhaltig oder irgendwie ökologisch sinnvoll, wenn ich für so eine Anzucht erstmal noch eine Intensivstation vorbereiten muss mit Medikamenten, extra Licht und so weiter, pipapo, falls denen irgendwas passiert. Also das ist ja, ich finde es. Schlüssig, sehr schlüssig. Ich finde es. Ich guck nochmal, ob ich hier Sachen erkenne. Ja. Oh ja. Oh ja, guck mal. Also das ist irgendein Kohl hier, ne? Ja, genau, das ist der Palmkohl. Das wird der Palmkohl. Oh, da ist er, der muss jetzt vereinzelt werden. Ja, ja, ich habe ja Kohl auch in den Staudenbeeten und in den Blumenbeeten. Ich habe den ja nicht nur im Gemüsebeet. Ich habe ja auch da so eine Mischung drin. Ich denke immer, wenn ich die Sachen gut verstecke und gut mische, dann findet derjenige, der sie gerne isst, also vielleicht der Kohlweißling oder so, sie nicht so schnell. Ne? Weil der sieht ja nicht von der Ferne, oh, ein Meer von Kohl. Sondern ja, denkt so, oh, da ist alles durcheinander. Wo ist der? Also so. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das funktioniert halt Mischkultur, Vielfalt im Garten auch richtig gut. Das sind da. Aber ja, also du bist wirklich Sammler, wa? Oder Fan, oder wie sagt man das? Von Dahlien? Ja. Dahlien, da bin ich aber erst zugekommen, weil eigentlich finde ich Dahlien total anstrengend. Ja, weil du musst die erstmal, du musst die kaufen, dann musst du die vortreiben, dann musst du die gegen die Schnecken schützen, dann musst du die pinzieren, musst die düngen, dann musst du sie ausgraben, überwintern, frostfrei, im nächsten Jahr wieder einbuddeln. Also es ist jetzt so keine Pflanze, die ich eigentlich toll finde, wo ich sage, ich setze dich dahin, du bist schön, du machst mir keinen Kummer, du jammerst nicht dauernd, du brauchst nicht irgendwas. Die Dahlia ist eine Diva, die braucht immer irgendwas. Aber jetzt habe ich entdeckt, dass es auch so Sorten gibt, die einfach irre schön und auch bei den Insekten so beliebt sind. Also ungefüllte zum Beispiel. Und da gibt es eine, die heißt irgendwie Bumble Rumble. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die ist. Und das ist natürlich total cool, weil hier, guckst du, hier, Bumble Rumble. Ja? Und da bin ich natürlich echt total gespannt, was da dann für ein Rumble los ist, wenn die dann blühen. Wann blühen die? Ich weiß nicht, frag sie mal. Also, kann man euch essen, wann blüht ihr? Also ich schätze mal, dass die so im Juli dann soweit sein werden, wenn die Schnecke sie nicht frisst. Also das gilt jetzt für alle oder sind die alle unterschiedlich von der Blütezeit? Die blühen unterschiedlich. Also hier diese
Das ist auch so eine offene, die habe ich hier jetzt gerade gar nicht. Also die blüht viel früher. Manche blühen später, manche größer, manche kleiner. Also das ist ein ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man dann, wenn dass die alle gleichzeitig wie so ein Meer hier, sondern du hast das schon. Da blühen, das sieht dann schon richtig gut aus. Also es ist dann schon bunt und alles durcheinander. Aber manche, die früh anfangen, halten dann nicht bis Oktober zum Beispiel durch. Und manche, die kommen dann später. Also Penhill Watermelon ist so eine Sorte. Die wird so, wie so eine Badekappe von Liz Taylor in den 60er-Jahre-Filmen oder so sieht die aus. Echt so ein Riesending. Die kommt spät, aber hält dann auch fast bis November, also bis zum ersten Frost hält die durch. Und das ist so ein Ding. Wahnsinn. Ja, also da müssen wir, glaube ich, nochmal wiederkommen. Ich glaube auch. Also wenn das hier richtig, weil man sieht ja schon sehr schön aus, ja. Aber ich glaube, hier kommt noch einiges. Da ist was, was du vielleicht kennst und was man auch essen kann. Was? Guck. Flieder. Das ist, für die Kirsche sind es zu wenig. Eine Biene esse ich aber nicht. Nicht? Honig? Quitte. Quitte? Ja. Aber Quitte kenne ich ja vor allem wegen des Geruchs und die Leute machen Gelee draus, ne? Ja. Weil so richtig, aber der Gelee wächst ja nicht schon am Baum. Das stimmt. Aber man kann die jetzt nicht so essen, ne? So als außer. Nee, die sind zu hart und. Haarig. Hart und haarig. Die ist einfach zu hart und haarig. Aber es ist einfach, guck mal, das ist so ein total hübscher superschön. Baum auch, oder? Und diese Quittenblüten, die kommen halt fast nach allen anderen Obstbäumen. Also er blüht relativ spät. Ja. Dann sehr, sehr schön. Und das ist eine Konstantinopler Apfelquitte. Also sie hat so richtig große, runde, goldgelbe Früchte. Und also schon so ein Bäumchen, ne? Und toll. Also begeistert mich jedes Mal. Und was machst du? Ja, ja. Und, und der Gelee hat so eine aprikosengoldene Farbe. Und ich bin auch keiner, der da jetzt irgendwie noch Vanille und diese, ich mag das immer, wenn die Sachen nach dem schmecken, was sie sind. Also ein Johannisbeer-Gelee, so Johannisbeeren schmecken und eine Quitte nach, auch nach Johannisbeeren, eine Quitte nach Quitte. Und das ist toll. Also wenn man dann so diese puren Gelees so hat, so mal ein bisschen säurer, ein bisschen süßer, ich finde das toll. Richtig gut. Und die Bienen mögen das Ding. Und dann ist es bei der immer so, die kriegt dann irgendwann Blattläuse. Dann hat sie Läuse. Geht es hier? Ja, hier geht es schon los. Ah ja, so. Okay. Und jetzt könnte man natürlich einen Horror kriegen. Also ich mache dann schon sowas. Ne? Mhm. Also Laus Ade, mache die einfach Dings. Aber ich kann mich ganz unbesorgt zurücklehnen, weil es dauert nicht lange. Dann sind die ganzen Marienkäferlarven da. Und die erledigen die Nummer dann für mich, dann muss ich nicht mehr hier dazu können wir eine echt lustige Geschichte erzählen. War das letztes Jahr? Ja, natürlich. Wir haben ja jetzt quasi bald Einjähriges, weil wir haben uns zum langen Tag der Stadtnatur kennengelernt. Und der ist ja jetzt bald wieder. Ja. Aber wir haben dann irgendwann, wir haben auch, was haben wir für Pflanzen gehabt? Ich glaube, die Bohnen waren voll mit Blattläusen. Ja? Genau, dicke Bohnen, oder? Die roten, also dicke, diese, genau, diese roten, wo auch die Dings so gerne rangehen, diese blaue Biene, die Holzbiene, genau. Oder schwarze, wie auch immer. Und da waren so viele Blattläuse dran, dass wir überlegt haben, was können wir machen. Und die Leute haben ganz viele Tipps auch gegeben, was man machen kann. Aber irgendwie kam auch so Marienkäferlarven kaufen. Und das haben wir dann auch getan. Und es war auch echt witzig und es sind auch schöne Aufnahmen zustande gekommen, weil wirklich, du hast die Larven raufgesetzt und die sind wie Raubtiere auf diese Dinge rauf. Also das war spannend. Ja. Was allerdings eigentlich witzige ist, weil Industrie verdient ja auch wieder an diesen Larven und so, ne? Es hat dann noch, glaube ich, 2 Wochen gedauert und dann waren die ganzen natürlichen Marienkäferlarven da. Ich weiß, ich bin in meinen Garten gefahren und es war voll mit Marienkäfer, so 1-2 Wochen, nachdem du die extra gekauft hast. Und das ist ja auch so eine Feststellung, die wir gemacht haben mit vielen Sachen, also mit gerade Blattläusen zum Beispiel oder wenn auch Pflanzen mal so nicht so gut aussehen, dass sich das viel dann einfach auch, wenn sich die Pflanze einpegelt, dass es sich einfach selbst reguliert irgendwie so und man in vielen Fällen gar nicht handeln muss eigentlich. Und dass in vielen Fällen vielleicht so ganz spezielle Jauchen, die angelegt werden, eigentlich nur helfen, weil man was gemacht hat und das passiert dann sowieso, dass es besser. Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Pflanzenjauche sicherlich eine gute Sache zur Unterstützung und so, aber viele Sachen, glaube ich, oder erledigen sich vielleicht auch. Mittagspause ist vorbei, die ganz dicke Hummel war da gerade. Ja, es ist halt auch so, guck mal,
das ist ja so ein Kreislauf. Ne? Es kommen die Läuse. Jetzt kaufst du Marienkäferlarven, die fressen jetzt den eigentlich denen, die dann die Läuse zum Start brauchen und 14 Tage später kommen, die ja die Läuse weg. Das heißt, es gibt dann auch, würde ja dann auch weniger Marienkäfer geben. Mhm. Ne? Also im Grunde genommen muss man es immer so ein bisschen aushalten. Es gibt natürlich Pflanzenkrankheiten, Schädlingsbefall oder so, da muss man eingreifen, sonst ist es vorbei. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel eine Pflanze hast, wo du jedes Jahr gegen die gleiche Krankheit kämpfst, stundenlang, ja, und dann wieder, und nächstes Jahr hat sie wieder, wie nennt man das, Mehltau oder irgendwas, und hat es jedes Jahr, du bist jedes Jahr in der Krise, dann musst du dich halt irgendwann mal von dieser Pflanze trennen. Sonst wirst du nicht glücklich. Und es macht auch keinen Sinn, dann dauernd mit irgendwelchen Medikamenten und irgendwelchen Nützlingen anzukommen und das ewig zu tun. Also. Das mit den Marienkäferlarven klang natürlich total spannend und es war es irgendwie auch, das ist zu ja beobachten. Auch, klar. Ne? Weil du dieses Video, genau, ich habe einen Makroaufsatz und dann... Holzbiene. Ach ja, cool. Hast du also auch regelmäßig hier. Das ist ja sehr schön. Also da haben wir bei uns auch ganz, krieg's jetzt leider nicht ran, weil die zu klein ist. Aber das haben wir bei uns auch wirklich ganz, ganz, ganz viel und regelmäßig. Und das Witzige war, dass ich dann, jetzt ist die ganze Sicht vorbeigeflogen. Also gerade. Aber das, dass ich dann auch sagte zu der Biologin letzte Woche, und die stehen total auf diese rote Blüte, die von der Bohne, diese rote Feuerbohne halt. Und dann sagte sie so, das ist wahrscheinlich Zufall, weil, also ich war so total überzeugt davon, ne, weil sie sagte, sie können, also vor allem Rot können sie nicht wahrnehmen. Und dachte ich so, okay, naja gut, aber dann ist wahrscheinlich die Form der Blüte oder irgendwas ausschlaggebend, ne, weil die sieht ja auch irgendwie besonders geil aus oder so. Naja, aber meine Idee, was ist das? Das sieht so haarig aus hier auch. Das ist was die Holzbienen lieben. Das ist Muscatella Salbei. Liebe Kathi, vielen Dank für deine Samen, die du zugeschickt hast, weil wir haben eine Userin, die hat uns da eigene Samen geschickt. Also nicht, sie ist kein Muscatella Salbei und auch nicht verwandt mit denen. Aber sie hat uns welche zugeschickt und ich habe die auch ich muss mal gucken, wo die kommen. Oh, wahrscheinlich habe ich die irgendwo weggemacht, weil ich dachte, das ist Unkraut. Ja, siehst du, deswegen sage ich ja erstmal warten, was es ist, bevor man dran zieht. Nee, haben wir definitiv nicht weggemacht. Aber das haben wir auch und das wurde uns auch gesagt, dass die das lieben, diese Holzbienen. Mhm. Aber die haben wir, wie gesagt, auch so bei uns im Garten. Das finde ich auch richtig genial. Sehr schön. Horst, ich liebe deinen Garten. Ist wirklich schön und ich kann auch nur sagen, man hat ja immer so Ausschnitte, ob jetzt im Fernsehen oder bei YouTube oder bei Instagram, aber in der Gesamtheit ist das auch wirklich, finde ich, total stimmig. Es gefällt mir sehr gut. Also ich meine, wer bin ich? Freut mich natürlich total. Ich finde diesen Ansatz auch mit so natürlich ist genau das, wo wir uns sehr viel Gedanken in den letzten Wochen immer drum gemacht haben. Und vielen Dank, dass wir hier sein durften auch. Ach so, aber du probierst definitiv noch den Crumble, ja, damit du sagen kannst, dass er gut schmeckt. Der schmeckt gut, den muss ich gar nicht probieren. Nee, der sah schon toll aus. Also, der ist mit Rhabarber aus unserem eigenen Garten. Ja, freue ich mich total. Und bist natürlich auch bei uns herzlich eingeladen, auch wenn ich gehört habe, dass du so Unordnung im Gartenhaus nicht so gerne magst. Ich bin ein ordentlicher Gärtner. Ich brauche den Überblick, glaube ich. Das ist... Du kannst auch ein bisschen rumräumen im Haus. Nein, aber man kann auch die Tür zumachen. Komm vorbei, räum auf. Wir können auch die Tür zumachen und dann sind wir nur draußen unterwegs. Also bist auch herzlich bei uns eingeladen. Also ich komme total gerne. Sag mal, wie viele Videos habt ihr eigentlich schon gemacht? Wir gehen jetzt in Richtung 100 tatsächlich. Ja. Ich habe auch über 100. Also wir haben jetzt, ich glaube, das müsste jetzt... Nee, das wird eine Sonderfolge hier, aber wir haben so... 98 oder 99 und so ein paar Sondervideos und du hast über 100 Videos. Ja, es ist eine Playlist in über 100 Videos, glaube ich, in meiner Horst-Sein-Schrebergarten-Playlist. Die ist definitiv... Alle hier, alles Tipps hier aus dem Garten. Alles verlinkt, ich weiß immer nicht, in welche Ecke aber auch in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung findet ihr diese Playlist von Horst. Und die Videos, die gucke ich mir... Alle an. Die gucke ich mir sowieso alle an, aber Donia ist sowieso auch. Mal angeguckt. Und ich finde es ja immer faszinierend, wenn man mit Leuten durch den Garten geht und man macht einen Gartenrundgang und dann kriegst du immer diese Tipps und die kriegt ihr geballt in dieser Playlist auf jeden Fall zu finden. Und Instagram ja sowieso, Horst, sein Schrebergarten. Mhm. Ne? Mhm. Also da kriegt man mich auch immer, ne? Weiß ja selber. Auf jeden Fall, da geht's immer so. Aber ich finde, wie gesagt, wenn man hier mal so live vor Ort ist, das ist schon auch nochmal richtig schön. Auch zu sehen. Ist wirklich so. Ist nicht so Instagram versus Reality, ja, sondern eher so eigentlich noch schöner irgendwie, was?
Reality, was ist das? Ja, das ist noch hier, mehr schön. Ja, noch mehr schön. Hochzeit Schrebergarten ist noch mehr schön. Danke, nee, es freut mich. Direkt, wie es alles zusammenkommt und nicht nur ja. so ein bisschen Ecken und... Ja, na, das ist ja beim Drehen immer so, ne? Also Fernsehen dreht hier, Fernsehen kommt und ich sage, ach, das ist so schön, da blüht gerade, ach, Licht ist doof. Ja. Okay, oh Gott, können wir da drüben drehen, aber da blüht doch nichts. Ja, aber das Licht gut. So, ne? Also ja, das ist ja immer so, so naja, wir, aber macht Spaß. Wir kennen das, wir nehmen in unserem Amateurformat entsprechend tatsächlich auch im Notfall schlechtes Licht in Kauf. Es ist aber, wobei das eigentlich irgendwie sich immer ergibt, ich glaube, es gibt halt immer Licht und Schatten. auch im Garten, ja. Und es ist immer eine Sache der Perspektive auch. Wie du sagst, diese eine Pflanze war für mich die traurige Pflanze und du hast gesagt, das ist die headbangende Pflanze, ja. Also so, also ich finde, es ist eine super gute Mischung hier zwischen, du sagst, du brauchst einen ordentlichen Garten, ja, und das kann ich mir auch gut vorstellen, aber trotzdem ist eine chaotische Liebe hier zu finden, finde ich. Der Garten der chaotischen Liebe. Und jetzt habe ich was gesagt, wa? So. Also, wenn die Fragen an dich haben, können die das in die Kommentare schreiben? Die können das in die Kommentare schreiben, unter die Videos. Guckst klar. du auch da mal rein vielleicht dann? Oder? Also ich gucke da rein. Das Problem ist da so ein bisschen, dass ich da nicht so direkt reinkomme wie bei Instagram. Also sie kriegen schneller eine Antwort, wenn sie mir bei Instagram in die Kommentare schreiben. Dann kriegen die... Genau, am besten doppelt. Am also ich versuche auch wirklich, also ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mir irgendwas durchrutscht oder sowas, ich versuche es schon zu beantworten. Ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Ja? Bei mir bleibt eigentlich auch kein Kommentar unbeantwortet. Ja? Und deshalb schreibt ihr einfach auch ruhig in die Kommentare rein. Und wenn wir das nächste Video machen, dann können wir die Fragen ja auch aufnehmen. So machen wir das. Oder? Das ist ja, ja genial. Sehr schön. Jetzt gibt es Crumble und... freue ich mich wirklich drauf. Jetzt muss es aber richtig gut jetzt muss. Vielen Dank und ich bin herrlich. Schönes Wetter und schöne Grüße aus Berlin-Charlottenburg hier. Jetzt machen wir das, was wir manchmal machen. Wir winken dann so nochmal in die Kamera schön. Adonia, willst du auch nochmal schnell? Komm dazu. Ob es rein? Gucken wir mal. Sehr schön. Tschüss. Ja, bei mir. Komm. Da tut sich was auf. Was vegan ist. Wunderbarer Rhabarber Crumble, selbst gerobertet, mit eigenem Rhabarber in Horstsein-Schrebergarten geschleppt. Und das probieren wir jetzt mal. Oh Gott, sieht das lecker aus. Jetzt rede ich über meinen eigenen Rhabarber Crumble, ja, den ich gemacht habe. So.